Ja, schaltet wieder lustig hinzu. Minenarbeit, Let's Play Minecraft. Der Vorbootler ist hier wieder am Schwert und da hat er was gebrannt. Wieder mal, ganz klar. Ja, so möchten wir das haben. Unten das Glas bröckelt noch. Ich hab noch. Ach, es wird Abend, das ist gut. Eigentlich wollte ich ein bisschen jagen gehen in der Zeit. Ach, das Schwein, da holen wir uns vielleicht noch. Ich dachte, der Tag wäre noch lang, aber nee, wir haben so viel gesammelt da beim Sandabbauen in der letzten Folge. So, und jetzt werden wir mal gucken, dass wir schnell zurückkommen. Koteletts könnte ich vielleicht auch gleich nochmal eben kurz ein paar braten. So, ihr wisst, ich habe gerne immer ein wenig Ressourcen noch im Hintergrund. Also im Rücken. Ja. Ich habe gerne mal so ein paar Koteletts im Rücken. Ja. Ja, eines Tages verspreche ich euch, mache ich auch diese Höhle mal etwas zugänglicher. Alles noch sehr improvisiert, weil wir uns jetzt hier gerade auf den Bau einer Mondstation, beziehungsweise der Station 74 konzentrieren. Und dafür bauen wir solche großen Pilze mit Glaskuppel, die irgendwie future-mäßig so ein bisschen lookalike sein sollen. Und ich bin gespannt, ob mir das überhaupt gelingt. Es sollen auch noch so ein paar so Module auf dem Boden entstehen. Jetzt komme ich natürlich gar nicht dazu, die Koteletts mal zu braten. Ein paar habe ich noch, aber langsam wird's knapp. Gut, aber ich lasse jetzt lieber das Glas brutscheln. So. Es rauscht gerade so verdächtig. Ich glaube, es regnet draußen. Das wäre das erste Mal, glaube ich, dass ich hier auf der Insel. Jetzt ist sie doch wieder leise. Dass ich auf dieser Insel oder auf diesem Kontinent, ich sage immer noch Insel, es ist jetzt eine Insel, Basta. Ne? Das ist jetzt das erste Mal, dass ich hier so Regen erlebe, wenn es denn so ist. Und jetzt bin ich auch etwas vorsichtiger beim Rauslaufen. Jetzt war ich mir gerade unsicher, ob ich überhaupt das Glas dabei habe. So, dann müssen wir hier hoch. Eng, eng, eng. Da seht ihr schon. Ne? Ich finde es immer wieder toll, wenn man das so sieht. Das sieht so in dieser Umgebung. Ach, was ist das denn? Hier ist ja noch ein Baum. Bäume dürfen hier nicht sein. Können wir höchstens dann mal so eine unterirdische Plantage hier bauen, ja? In der Mondstation. Ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ne? Passt ja ganz gut, so unterirdisch. Vielleicht oben auch eine Glaskuppel drauf. Und dann ja irgendwie, ja, warum nicht? Warum nicht? Ich freue mich auch immer, wenn Leute schicken mir schon mal gerne mal so ein Bild zu oder irgendwelche Skizzen und so Pläne, wie man ja, die Blöcke am besten so setzt, dass sie dann möglichst kreismäßig aussehen und so in verschiedenen Größen. Freue ich mich total, wenn wir Leute so mitmachen und mir so ein bisschen helfen, ne? Weil andererseits natürlich versuche ich das natürlich so ein bisschen zu kombinieren, so dieses planmäßige, mal auf den Plan gucken. Aber ich habe ja selber auch eine Skizze gemacht, ne? Mit der Hand, so auf kariertem Papier und andererseits möchte ich halt ein bisschen dieses chaotische Bauen auch beibehalten. Nicht alles so durchplanen, ne? Warte mal, jetzt. Oh, Knochen brauche ich jetzt hier gar nicht. Ach so, die Skizze, die könnt ihr euch auch mal eben ganz kurz angucken. So, das ist nichts Tolles, wie ihr seht. Das ist überhaupt kein Problem. Was mache ich denn hier? Glas? Einfach so eine doppelte Reihe. Ach hier, die Reihe hatte ich noch nicht fertiggestellt. So war das nämlich. In Bad Schönfels war ich in der Zwischenzeit auch nicht mehr. Jetzt muss ich gucken, wie mache ich denn jetzt hier weiter? Was sind das denn überhaupt hier noch? Das ist ja schmuddelig. Hä? Habe ich denn da? Ach, da fehlt noch ein so ein Einzelblock, so eine Einzelblockreihe. So. Ne? Ja. Dann diesen Zweier da oben machen. Ah, ist denn hier los? Ah, eng.
mache ich erstmal hier so Stück für Stück. Erstmal gucken, wie ich dann weitermache. Dann hier so zwei versetzt mit Erde dran. Ja, doch. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich lege jetzt einfach mal los. Bitte seid nicht sauer, wenn ich jetzt vielleicht weniger spreche. Das müsste doch eigentlich so funktionieren, ne? Wenn ich jetzt nur so mit meinem unmathematischen Sachverstand an die Sache rangehe. So? Jetzt schreien manche von euch so, nein, der andere schreit, ja, so, nein, ach, warum denn da, nein, doch, ja, ne? So, weg mit der Erde mal zum Gucken. Ja, doch schon keine Schaufel mehr, ne? Ich mach mir eben eine Schaufel, das geht doch dann immer ein bisschen schneller. So wird es gemacht. Weg mit dem Zeug. Alles Schlamassel. Schlamassel kann weg. Dann können wir auch schon mal hier so von dieser Seite uns ein Bild machen. Ich gucke mir das mal an. Ach guck, das wird doch was. Das wird doch was, wenn wir das jetzt so in diesem Prinzip so weiter nach oben dann auch... Ah, das wird gut, das wird gut. Ich glaube, ich kriege das hin. Ich bin hier so ganz optimistisch eingestellt. So... Ja, und direkt hier noch ran, ne? Wie war das schon? Hier. Zack, zack. Zack, 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 dann ist das auch schon wieder. Es wird nach oben jetzt immer weniger, das ist das Schöne. Stimmt das auch? Ja, das stimmt. Es wird nach oben immer weniger, das heißt, es wird immer schneller gehen. Jetzt bin ich fast schon... Ah, ne, die Hälfte habe ich jetzt, okay. Möglicherweise kommen wir sogar mit dem Sand aus diesmal. Es ist so... es ist so, dass ich ganz ehrlich sage, ich bin im Moment so ein bisschen so das Burgenbauen, satt. Ich will auch mal was anderes machen. Ihr wisst, ich bin natürlich traditionell mit der Burg Wiesenfels verbunden und so und natürlich auch nach wie vor ein großer Fan von solchen Themen. Aber es ist auch mal schön, mal wirklich etwas ganz anderes zu wagen, was ich im Moment hier mit dieser, ja, komischen Station 74 mache. Vorher noch nie gebaut, ne? Weil mir halt auch zu kompliziert ist normalerweise. Aber ja, es muss auch einfach mal sein und es ist dann irgendwie auch mal etwas, was man wieder Spaß macht, weil man dann plötzlich wieder so einen neuen Kick bekommt. Und das kann man ja immer empfehlen, wenn einem mal irgendwie die Ideen auskommen. Mensch, probier mal was ganz anderes oder lass mal irgendwie die Kiste aus, so ein paar Tage oder Minecraft aus oder was, ne? Und einfach mal, dass sich neue Ideen so entwickeln. Das ist jetzt hier irgendwie im Weg. Machen wir das mal ganz weg. Können wir wieder hinstellen, wenn wir es brauchen. Das bringt mich jetzt nur durcheinander. Ja, da. Und ja, das ist dann nochmal auch auf dem Server im Moment ja so, dass wir da eine neue Welt aufbauen. Die Welt, die wird, das kann ich jetzt auch mal wieder an alle sagen, die da auf dem Server unterwegs sind, die Welt, die wird dann wahrscheinlich etwas, ja, nicht nur wahrscheinlich, werden wir etwas kleiner machen erstmal am Anfang. Ja, wie groß jetzt genau, also in Blöcken von vom Mittelpunkt aus oder von der Hauptstadt aus, müssen wir noch gucken. Aber jedenfalls nicht so groß wie unsere jetzige erste Map auf dem Server. Das sieht gut aus, das wird was. Jetzt muss ich nur doch ein Arbeitsgerüst haben. Und dann da, ja. Fangen wir mal hier direkt weiter an. Gar nicht lange schnacken, ne? Kopf in den Nacken. So. Mach ich das mal hier so unkonventionell. Ja, so geht's doch auch. Nee, so geht's nicht, weil ich jetzt nicht mehr sehe, wie gemacht werden muss. Ach, hier so rein. So. Da sieht man schlecht das Glas, ne?
Wo man da so. Nee, so doch nicht. Wo bin ich denn? Ach so, kam noch einer daneben. Jetzt wollte ich euch gerade richtig was erzählen, von wegen Server und so und Zukunft und bla bla bla, ne? Und muss mich jetzt aber wieder so konzentrieren, dass ich auch wieder völlig den Faden verloren habe. Viele von euch schreien jetzt auch wieder, ist doch richtig. Schau dich so doof an. Sorry Leute, ich tue ja auch nur, was ich kann. Und ausnahmsweise ab und zu auch mal tue ich Dinge, die ich nicht kann. Ihr wollt doch sehen, wenn ich leide. Ihr wollt doch sehen, wenn ich hier abstürze. Ja, ihr wollt doch sehen, dass mir das Glas ausgeht und hier der Verzweiflung nahe bin. Ihr wollt das doch sehen, dass ich hier oben abgeknallt werde oder ein Creeper mir den ganzen Pilz in die Luft sprengt. Das ist doch das, was ihr sehen wollt. Das ist doch das, was Spannung bringt. Seid doch mal ehrlich. Na. So. Haha, wieder eine Reihe. Bin ich jetzt etwa schon wieder auf der Hälfte? Ja. Das geht ja zügig, finde ich. Ich finde, ich stelle mich gar nicht so dumm an. Will mich jetzt mal selber loben, so leicht. Ne? Aber das soll mir jetzt erstmal einer nachmachen. Nein, das könnt ihr alle. Ne? Könnt ihr alle auch. Und wenn nicht, braucht ihr hier nur zugucken und mir dann nachbauen. Ihr wisst auch, dass ihr den gleichen Seed benutzen könnt. Das ist Swamp Wheat. Ich sag's immer wieder gerne. Oder einfach mal zurückblättern bis zu den ersten Folgen, ne? Das ist schon alles wieder so lange her. Meine Güte, nochmal die Zeit vergeht. Ja, das ist faszinierend. Jetzt wird's dunkel. Ich versuche mal jetzt noch schnell diese letzte Reihe zu schaffen. Muss immer ein bisschen weiter weggehen, so. Ja, das Glas, das, ja, würde wieder knapp, ne? Er würde wieder knappe. So, kriegen wir gerade hin. Du gehst jetzt mal weg hier, du Kerl. So. Boah, gut, die Reihe noch genau geschafft. Die Erde mal weghauen. Das sieht gut aus hier, ne? Das sieht gut aus hier. Ja. Mal eben hier so runter. Oh, doch noch verletzt. Was war das denn? Vier hoch, ja, das ist klar, dann verletzt man sich. Schauen wir mal. Ja, guck mal, das wird doch was. Das wird doch was. Schade, es ist wieder dunkel. Sollen wir wieder einen Lauf zurück zum Bett machen? Ich will die Kuppel auch unbedingt mal endlich zubekommen. Hier noch eine Fallklappe drauf, damit hier ein geschlossener Raum ist. Und dann können wir hier auch endlich mal übernachten. Na, das ist ja wirklich eine Zumutung jetzt in der Nacht immer. Komm, wenn wir laufen, dann laufen wir jetzt. Wenn wir laufen, laufen wir jetzt. Wolle lassen wir hier. Sand, Sand tun wir dann gleich. Das, was wir haben, lassen wir auch hier. So, wenn wir laufen, dann laufen wir jetzt, bevor es wieder Mitternacht ist. Langsam weiß ich auch ungefähr die Richtung. Ja. Neue Map auf dem Server aufbauen. Wollen wir natürlich auch ein bisschen anders bauen. Da werdet ihr auch viele Sachen von mir sehen. An Gebäuden, die ich in diesem Stil vorher auch noch nicht gemacht habe. Es wird zuerst auch gar kein Wiesenfels geben. Großer Schock für alle Fans. Ja, auf der neuen Karte wird es erstmal kein Wiesenfels geben, denn wir werden uns erstmal auf das Zentrum konzentrieren. Und gucken, dass wir das halt nach Beta 1.8 auch schnell aufbauen können. Damit wir schnell auch wieder Siedler. Aha. Siedeln lassen können. Wir werden da einiges anders machen bei der Besiedlung. Dass es reibungsloser und besser läuft. Und wir noch ein bisschen besser, ja, filtern können. Wer so mitspielt. Also, es gibt einfach, das ist nicht böse gemeint, es gibt nur einfach viele Leute, die
so dann doch nicht so gut zu unserem Server passen. Die haben andere Einstellungen, sage ich mal so, um es mal freundlich zu sagen. Die haben andere Erwartungen von ihrem Spiel auf einem Server. Ich kann dazu nur sagen, es gibt sehr viele Minecraft-Server und sucht doch einfach mal nach einem, wo ihr euch dann wirklich gut zu Hause fühlt. Ja, also wir haben einige Siedler, die bei uns wirklich schon Monate zu Hause sind, und wir werden diese Siedler dann natürlich auch bevorzugen auf der neuen Karte. Wir haben ja einen VIP-Status eingeführt, also eine Very Important Person. Ja, diesen Status bekommen halt einige Spieler nicht aus. Ja, diese Spieler tun das eh nicht. Die fragen gar nicht nach dem VIP-Status. Das ist schon der Unterschied zu anderen Spielern. You can only sleep at night. Ach so, ich habe schon geschlafen. Ja, sag das doch mal hier. Na Mensch. Komm, ich hau jetzt hier noch ein paar Koteletts rein. Das hatte ich doch noch vor. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd, hier von dem Server so viel zu erzählen im Let's Play. Das hat ja gar nichts mit zu tun. Na, ich will auch gar nicht so die Suppe hier so durcheinander rühren, irgendwie, ne, weil viele meiner Zuschauer hier, also interessieren sich wahrscheinlich gar nicht für den Server, ne. Ich will nur ab und zu jetzt, das ist halt eine schwierige Situation für uns alle. Ich will halt auch so mal ab und zu mal irgendwie ein paar Ideen anklingen lassen, weil natürlich auch viele unserer Serverbewohner hier zusehen. Und ja, gut. Sorry an alle, die jetzt sich da eigentlich gar nicht so für interessieren. Das ist nur einfach. Gehört auch dazu irgendwie. Ich versuche wirklich immer das ein bisschen nicht so zu vermengen. Da ist er noch. Komm her. Ja, das sind auch nur so Ideen. Ob das denn alles auch wirklich so umgesetzt wird, wie ich das jetzt erzählt habe mit dem VIP und mit den neuen Leuten drauf und keine Ahnung. Das muss man dann sehen. Ich wollte euch eigentlich nur erklären, dass es da auch einige vom Bauen her einige Sachen gibt, die ich da gemacht habe, ganz anders als ihr das so kennt. Also keine Burg. Ich habe bisher noch keine Burg gebaut auf dem neuen Server. Allerdings auch noch keine Raumstation oder Station 74. Ne? Aber es wird sehr urban. Ne? Also Metropolis-mäßig. Und wie und warum, da werde ich dann extra Filme zu drehen. Ich möchte es nur mal anklingen lassen. Hoffe, dass das bei euch das Interesse weckt und ihr nicht abblockt. Wir werden sehen, es wird auf jeden Fall gut. Aber ich sehe auch schon, dass das hier auch gut wird. Also irgendwie gefällt mir das doch sehr. Jetzt habe ich wieder eine doofe Feder da drin. Also, das soll ich denn damit? Ich habe eine Skelettfabrik, eine Pfeilfabrik in Bad Schönfels. So. Toll. Toll ist das. Hier gehe ich direkt wieder hoch und dann fange ich die nächste Runde an. Würde ich doch mal vorschlagen, oder? Seid ihr der anderer Meinung? Nö, damit wir doch mal fertig kriegen. Na. Na, di. Ja, möglicherweise gibt es jetzt auch Leute, die erzählen, jetzt hier, probier doch mal den Mod so und so und so und so, hier Flying und Carpet und keine Ahnung. Ne, aber nö, nö, mache ich ja gar nicht. Ist ja so mein Ding, dass ich das ja eben nicht mache mit den Mods und so. Ne, in Zukunft kann sich das eventuell mal ändern, weil es dann besser supported wird von Mojang, genau wie mit dem HD Texture Pack. Ne? Wenn das alles mal offiziell wäre und mal so richtig durchdacht, dann würde ich mich da auch mal ranwagen. Aber jetzt habe ich keinen Bock hier rum zu installieren an meinem Spiel. Ich habe da sowieso nicht so richtig Lust zu, diese so irgendwie an so Installations- und Frickelarbeiten. Meine Güte, da habe ich anderes so zu tun. Ich spiele lieber Minecraft einfach und hört, hört, ne? Seid da jetzt gar nicht drauf gekommen. So, zack, haben wir wieder eine Reihe geschafft. Und dann mach ich die Erde weg.
Ey, das wird langsam fertig. Es wird jetzt langsam fertig. Ich versuche mal jetzt so reinzuhauen. Vielleicht kriegen wir das in dieser Folge dann einfach noch hin. Ihr mögt ja lange Folgen, hat die Umfrage ja ergeben. Und haha, da kann ich ja jetzt hier mal so richtig reinballern. Es ist schwierig, finde ich. Es ist schwierig nach wie vor. Wie war das denn? Hier kommt einfach einer hin. Dann hole ich die Erde schon mal weg. Hinterher, ich könnte da jetzt zwar die nächsten Blöcke schon draufsetzen, aber es ist dann irgendwie so. Komme ich jetzt so völlig raus? Ich mache das jetzt schon die ganze Zeit so. Habe ich keine Erde mehr? Doch. Das ist immer doof, ne? Wenn man so baut, also man, normalerweise ist die Erde ja immer viel zu viel im Inventar. Die verstopft alles. Und dann verschmeißt man das immer weg. Und dann plötzlich braucht man welche und dann hat man gerade keine. Normalerweise ist das immer voll, das Inventar mit Erde. Aber wenn man mal so ganz viel braucht, um hier solche Gerüste zu bauen oder sich irgendwo aus einer Grube zu retten, dann hat man keins. Ah, dann hat man keins dabei. Keine Erde. Ah, kein Dirt. Das soll uns jetzt nicht passieren. Bin ich einmal rum? Ich bin rum mit der oberen Reihe. Okay, nächste. Nicht lange fackeln hier. Wie machen wir das denn? Dann hier direkt wieder. Machen wir hier einen ran. So und so. Ja, das wird jetzt immer enger. Das wird jetzt immer besser. Das geht jetzt immer schneller. So und so. Da ist die Reihe schon fertig. Ich glaube es ja nicht. Ah, schreck das nach, ey. Puh, okay. Da ist sogar schon vorbereitet. Irgendwer war da schon und hat das vorbereitet für uns. Gut, so besser. Ja, ich hau das jetzt hier noch durch in der Folge. Das mache ich jetzt einfach. So. Noch eine Reihe. Und dann hoffentlich kann man auch langsam erkennen, was das Ding darstellen soll. Ne? Irgendeine futuristische oder sonst was. Muss ja gar nicht future-mäßig sein. Einfach so eine komische Ruhestation. Ich habe mir gedacht, wäre auch schön, wenn das hier eine Schneelandschaft wäre. Ne? Das wäre sehr schön in einer Schneelandschaft. Aber ja, in Ermangelung einer Schneelandschaft können wir das leider nicht machen. So, ich bin wieder eine Reihe rum. Das ist gut. Jetzt gucke ich mal, wie das gehen soll. Ach, müssen wir das eigentlich hier auch noch? Ja, sicher, ne? Ah ja, gut. Machen wir das auch noch. Ah, verdammt. Und da. Und da. Und da. Und da. Und da noch. Ja, gut. Und jetzt die nächste Reihe. Wie geht die? Oh, das ist ja einfach. Ist ja einfach, ist ja gar keine Ecke drin. Das mal direkt wegmachen hier. Das ist ja total einfach jetzt, ey. Ich bin ja völlig unterfordert. Und das hat man bei mir selten. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ist ja geradezu trivial. Trilili, schöne lange Folge. Ach, was ist das schön, dass man so viel Zeit hat dann, ne? So. Nächste Reihe. Ja, einfach wieder da drauf. Ey, cool. Ey, Moment mal, wie komme ich denn nachher hier runter? Das stellt mich jetzt vor ein großes Problem. Pass mal auf, jetzt eigentlich ist das doch nur so. Da hinten steht noch eine Säule. Ich glaube, die werde ich mal dann ausnutzen. Mal gut, den Dreck weg machen wir dann am Schluss. Aber so kann man das doch machen. So. So.
Ey, jetzt mach mich nicht schwach, ne? Gut, es reicht, das wäre es jetzt gewesen. Ach, jetzt wird es gerade dunkel. Ach, nö. Wir wollten gerade gucken. Also, das soll noch nicht dran. Ich wollte gerade gucken, wie es aussieht. Aber ist alles zu? Jetzt wird es natürlich dunkel hier. Aber gut, vielleicht können wir jetzt hier ein Bett hinbauen, ey. Und das ausprobieren, ob wir schlafen können. Wo hatte ich denn jetzt das Loch gelassen, um hier runter zu klettern? Wo war das denn hier? War das so? Super, das war's. Ich dachte, die Säule geht bis zum Boden. Tat sie aber nicht. Da ist das. Nee, wo ist denn das Loch jetzt? Da. Gut. Zeug weg. Fackeln? Fackeln hier mal hin. So. So. Also, das mag ich ja gar nicht, ne? Aber in diesem Bau. Ja, okay, drücke ich erstmal ein Auge zu. Ein bisschen Licht muss sein. Ja, gut, aber wir gucken uns das in der nächsten Folge an, wie das bei Tag aussieht. Ich glaube, es ist gut geworden. Ich glaube, es ist gut geworden. So erstmal jetzt als Grund. Bau, ne, wie wir den jetzt ausstatten, da müssen wir mal gucken. Vielleicht bauen wir jetzt auch erstmal wieder unten was, irgendwie eine Röhre oder so, keine Ahnung. Gucken wir mal. Wie dem auch sei, ich guck mal, dass ich die Nacht irgendwie hinter mich bekomme und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Euer Vorbundler sagt Tschüss.